Du, Roland, ist schon mal einer gestorben beim Mischen? Leg kein Holz wieder rein, Hitze, eine Elendige. Roland, sag was! Wo? Ist schon mal einer gestorben beim Mischen? Das hab ja ich schon gesagt! Bis deppert, heute hat's wieder Hitze, hä? Und sag nicht, dir ist heiß. Ja, mir ist heiß und mir ist fad. Roland, du hast das Becken leicht drin. Du musst dir die Hitze eh gewöhnt sein, oder? Geh, Sepp, für die 5 Säumen, was der am Tag verkauft, da zahlt es ja gar nicht aus, dass ich den Ofen anheizt. Da hol ich dir sogar auf ein Dorfcafé drinnen. Ja, das stimmt. Und wenn du beim Roland das Kipferl von heute kaufen willst, musst du morgen kommen, gell? So eine richtige Restpostenbäckerei ist das. Ha, ha, ha. Das zwei Birnbeutler sind sie heute oder mordslustig. Das wissen wir schon. Na, endlich erst. Aber weißt du, bis dass du mal sauer stiegst in einer Fleischhockerei, kriegst du vorher noch zwei mehr Junge. Roland! Wie ist denn schon wieder? Ich hab doch mal recht, Mann, das hört sich jetzt nicht gut an. Ach, das hört sich ganz schlecht an. Das hört sich auch wie Oliver. Roland! Kreuz, teufel mich noch mal! Jetzt huckst du schon wieder im Wirtshaus umeinander. Bier saufen und Karten spielen. Das kann nicht sein. Rosa, du mein Käferlein, hast mir du mir leicht geschrien? Ui, weil das Gleiche. Huckst du im Wirtshaus umeinander, Biersaufer und die zwei Busenfremden natürlich auch wieder mit dabei. Ist eh klar. Das taucht so, ich bin mitten in der Nacht wieder aufgestanden. Na, ja, ich bin Bäckerei, hab mir Arbeit gemacht, na, so wie es sich für einen anständigen Bäcker gehört, die 15. Das kann man vorstellen, genau. Ja, ja. Ich bin auch schon in der Früh aufgestanden, Sau gestochen, Fleisch gekriegt. Der Roland hat sogar schon Fleisch geholt. Wenn du jetzt daheim warst, kannst du schon rausbrachen und panieren. Die Schäden haben sie mir alle gestohlen. Ja, das kann passieren. Du bist ja sowieso nur der Gescheiterne, gell? Ja. Und du lernst da im Wirtshaus umeinander. Ich kann die Backstuben komplett alleine zusammenräumen. Ums Geschäft kann ich mich auch noch kommen. Wenn du wenigstens ein wenig Sport oder was machst. Schau, wie mir alles das schaust. Ja, gut. Und du hast vielleicht auch mal ein wenig was daheim. Weil heute auf die Nacht kommt der Gemeinderat noch zu dir. Wenn er den Saustall überhaupt irgendwo einen freien Sessel findet. Man glaubt sich kaum. Aber die Hitze hat schon das erste Opfer gefordert. Geh los, du mein Käfer. Lass uns die eine Runde noch schnell viele spielen und dann komm ich gleich. Nix da, Vorwärtsmarsch. Putzen oder Spurteln. Wow! Ah, da muss ich dich schon wieder finden. Ich soll in der Fleischhackerei sein, ins Geschäft putzen und kochen soll ich auch noch. Und was tust du? Huckst nur da im Wirtshaus an. Abmarsch jetzt aber schnell. Aber Senta, Schatzi, ich wollte ja da nur ein kleines Bierli trinken. Ist das leicht nicht mehr erlaubt? Kein Widerrede! Ein Sport sollst du lieber einmal machen, statt ein Bier saufen da die ganze Zeit. Abmarsch jetzt, hab ich gesagt, aber schnell. Genau, Roland. Einmal was gegen einen Bierbauch machen und nicht alle wieder vier. Was glaubt's denn das eigentlich? Geht schon, gehen wir. Gut, dann geh ich halt mit. Aber ich hab gar nicht gewusst, dass wir heute die Fleischhockerei offen haben. Wir haben die Fleischhockerei weit offen. Können wir nicht mit so blöden Ausreden daher? Ja, aber mich sah. Und du? Ob im Backstamm oder ins Turnhosau? Die Rosa, mein Käfer. Bei der Hitze essen die Leute eh noch was kalt. Ein Salat oder eine saure Wurst. Und ein Stückchen Brot dazu, das Gamer geht schon aus die Tür. Eigentlich will es wahrscheinlich eh gar nicht wissen. Grüß Gott. Yeah.
Sind Sie der Herr Stadler, der Kronenwirt? Ja, der bin ich. Mein Name ist Felber. Frieda Felber, ich komme vom Gesundheitsamt und werde hier eine Kontrolle vornehmen. Vom Gesundheitsamt? Entschuldigen Sie, ich habe heute überhaupt keine Zeit. Ich muss schon dringend in den Kuchel. Bei mir kommt heute noch der Gemeinderat vorbei. Dann komme ich wieder. In 2 Wochen. Bitte darum. Und dann werde ich alles genau inspizieren. Und die Sauerei, die kommt jetzt auf der Stöderweg. Verstanden, Herr Stadler? Wir gleich meiner Frau schon. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Felber. Ah, ich hätte noch eine Bitte. Wenn du da nicht sagen darfst, verwendest du die Informationen. Gut, ich verstehe. Das ist. Telefonnummer steht auch dabei. Da rufen wir gleich an. Nicht recht nervös, gell? So. 0666 666. Das war eine schwere Nummer. Jetzt ist mir das Licht ausgegangen. So. Bleibt schon. Das kann aber kein Zufall sein, dass das lauter Sechser sind. Ich glaube, die zwei, das sind so richtige Sechsbomben. Grüß Gott, ja. Hallo, ja. Stadler. Bitte. Nein, ich hab nicht zu einer Sechsbomben gesagt. Na sicher nicht. Nein, das haben sie falsch verstanden. Wissen Sie, ich hab gerade selber mit mir geredet. Da, ich hab was in meinem Mai gespürt. Und da hab ich gesagt, ich glaub, da ist eine schlecht von meinen 6 Plampen. Frau Ibiza, Dorf, kannst du den Deppen machen? Die mit dem Fitness von mir. Schwitzen tue ich auch schon. Waschdenken tue ich auch schon. Schwitzen ist auch schon. Ja, hier war ein mein rosa Käferlein hat gesagt, ich soll ein wenig Sport machen, ich soll ein wenig schupfen gehen. Da ich natürlich daheim nicht putzen. Und, weißt du, eine gewisse Frau Föber ist da vom Gesundheitsamt. Ja, Bruder, na, die für eine Diskussion. Angeblich soll es bei uns im Geschäft Käfer geben. Käfer? Hey, das kommt drauf an, weil du zu deiner Rose wie Käferchen sagst. Jetzt hat die auch noch Junge gekriegt. Leider habe ich was Scheiß angerichtet, den eigenen Feind so einreiten wirst. Bald wird es bei dir nur mein Huren verlauten, junge Käfer. Haha, lach nicht so blöd, jetzt schau dir mal den Leberkäse an. Das schaut ja aus, als wie ein Kamenbär. Weißt du, Leichtig? Das hat auch so eine weiße Schimmelrettnummer. Jetzt hört's einmal auf, es gibt was Wichtigeres wie so einen Zagenleberkasten. Das glaubst du aber auch nur du, dass sie da nicht findet, was in dein Saarstall reingeht. Saarstall, du pass auf, weißt was? Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Und immerhin ist bei ihr da das Sonderkommando auf Schaben und auf Käferljagd. Und nicht bei mir. Jawohl, Sepp, so redet man mit Frauen. Super. Grüß Gott! Grüß Gott! Mein Name ist Ottwein, Inspektor Ottwein. Grüß Sie noch. Was kann ich für Sie tun? Ich kämpfe am Polizeikommando Kemmerton. Und wegen den Herrn Stadler spreche. Jetzt wird's brenzlig erst. Ja, Herr Ottwein! Ich weiß auch nicht, wo der ist. Sie kennen den Herrn Stadler, oder? Ja, flüchtig, nur ganz flüchtig. Um was geht's denn leicht gar? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist Amtsgeheimnis. Ich darf nie sagen, dass es um verbotenes Glücksspiel geht. Ach so. Ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Auf Wiedersehen, Herr Ottwein, und einen schönen Tag. Wieso, sind Sie auch am Mittwoch über in dein Gasthaus? Am Mittwoch, lassen Sie mich überlegen, was tue ich am Mittwoch. Ah, in am Mittwoch, wenn es schön ist, bin ich mit meiner Selbsthilfegruppe von den anonymen Alkoholikern, machen wir da wie so eine Nordic Walking-Tour.
und hinten nachgekauft, muss ich halt ein paar Knörgel in der Krone, nicht? Gabi, hast du das am Telefon wirklich richtig verstanden? Hat der wirklich Restaurante Krone gesagt? Also, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Also, ein Restaurant schaut für mich ein bisschen anders aus. Und da stehen ja lauter Musik um und drum. Und sonst schaut das auch nicht nach Restaurant aus. Da sind wir viel zu schön. Genau. Und wenn wir das alles zusammenräumen sollen, da bin ich ein bisschen hübsch nicht für dich. Wenn es nicht Weihnachten wird. Und wie schaut's denn da erst in der Küche aus? Weil normalerweise heißt es ja außen hui und innen pfui, aber da, das gibt noch viel Arbeit. Da schon her! Unsere Nachbarn sind auch schon auf. Und anzogen sind sie auch schon. Habt ihr gut geschlafen? Super, perfekt. Wir sind wie neu geboren, siehst du? Ich will die Mistackel in der Tacken, können uns zwar aus der Ruhe bringen. Aber was hat denn das überhaupt zu bedeuten? Ja, weißt, wir wollten nicht, dass das die zwei einzigen Sackeln da heraussen sind. Roland, jetzt huckst du schon wieder da herein miteinander. Mir ist Ruhe, ja. Das gibt was nicht. Am Himmels Willen hast du heute Nacht wieder zusammenpochen? So, wir pochen wie wir. Wie ich war? In der Backstamm liegen 35 Christstollen. Sehe ich euch zu. Mit den heiligen drei Penny verziert. Und das hat's mitten im Sommer. Ich hab dir gesagt, du sollst Nussküpfe machen. Christstollen? Bist du da sicher? Aber sicher bin ich sicher. Hochzwerg, du damals schon tot. Hochzwerg! Das ist ein wirklicher Wahnsinn. Du bist ja wirklich ein Samper. Ein Samper. Nur saufen, Schell. Schaust jetzt, dass du weiterkämpfst. Könnte schon mein Herz platten. Was hast denn du bis jetzt eigentlich gemacht? Nicht viel. Warum? Ein Schmarrn hast du gemacht. Die Frau Meier hat angerufen, von denen ihr Hund liegt angeschossen vor der Hundschichten. Da hängt einer von Kraften. Und die Blutspur fügt genau zu uns ins Schlachthaus. Schlafzimmer. Ich hab mich eh noch gewundert, auch, warum das die Sau ein Halsbandl umgehabt hat. Der Martel hat ihn geholt. Vielleicht kann der den Hund noch retten. Aber eins sag ich dir, das wird eine saubere Rechnung geben. Da wird gleich wieder was drin haben im Bibo. Ja, können wir nicht der Frau Meier sagen, dass mir der Hund eh nicht rennt ist. Das ist eine gute Idee, ja. Bist du eh schon komplett narrisch geworden? Schau mal, kann man sich mit dir. Ist ja überhaupt kein Unterschied zwischen einem Hund und einer Sau. Grüß Gott, mein Name ist Ottwein. Inspektor Ottwein. Sind Sie für da? Ich führe nämlich gerade Ermittlungen in einem hochkomplizierten Fall. Freut mich. Felber, Gesundheitsamt. Geh! Wollen Sie mir mein Gebieter streitig machen? Die Missachen da sind schon konfisziert. Die können es ruhig haben. Wenn sie nur endlich wegkommen, verdammt. Sichere Informationen kriegt, dass die da hinten heimlich, frei in die Hand. Und dann verwurschen. Vor allem nehmen sie große Hand. Werner Däner, Leo Berger, Rotweiler, wo da ein Fleischl da ist. Ist eh klar, wie der so ein Westi oder wie hast du das Spielzeug gehabt? Chimchilla? Chihuahua? Da bringst du nicht einmal eine Knackwurst raus. Wie schaut denn das aus?
übernimmt sie so eine schwere Fälle. Sehr schwere Fälle. Wir meinen nicht uns zwei. Wir meinen unsere zwei Mauner. Den Karl und den Roland. Such dir auch grad bei uns im Kühlraum noch ein Hansfleisch. Nein. Und frech ist die. Nein. Weißt du, was sie jetzt gesagt hat? Die großen Leberkäs. Renn nur schnell um die Bäckerei. Vielleicht erwischst du dann noch all die Säume. Das hat's gesagt. Ich fände die Birgit und die Gabi auch super. Und ich will's wegen euch zwei Helden sicher nicht verlieren. Also macht's keinen Blödsinn. Verstanden? Ich muss jetzt einkaufen gehen. Ihr wisst ja, was ich damit sagen will, oder? Weiter richtig. Jetzt hineinlaufen, gibt's eine kleine Bolognese. Jawohl, DJ. Eine Musik machen wir. Was ist denn Hula-Baloo? Was gehört denn dazu? Noch hat ein Hula-Baloo vielleicht die Augen zu. Was soll das jetzt sein im Gleichschritt? Mir geht's gut. Wissen Sie vielleicht, wo sich der Stadler im Moment aufhält? Was sie? Na, keine Ahnung, warum. Suchen Sie ihn, Herr Polizist. Stimmt was nicht, Herr Polizist? Verbotenes Glücksspiel. Geldwischerei. Eventuell Menschenhandel. Mir geht's gut. Na, meine Herren, was ist denn los? Auf geht's, weiter geht's, die Stunde ist noch nicht um, denen da mal. Kim Roland, was ist denn auf einmal los? Im Wald warst du wie ganz dicht hinter mir. Vier! Yeah.
Für den Urlaub in Spanien. Was haben Sie dort gemacht? Über Wöhn reiten. Was wollen Sie? Wöhn reiten? Das war aber sicher nicht einfach, das Pferd ins Wasser reinzubringen. So, jetzt fahren wir, nur mit dir! Weißt du, wie du so dicht hinter der Birke bist? Und wie er so ein leifiger Hund ist. Du darfst gar nicht hin! Im Wald bist du aber hinten nachgeschwimmt. Die Frauen sind ja wie Pilze. Die scheinen umso giftiger. Die Frauen sind ja wie Obst. Keinenfalls haben wir ein Stück, dass wir einen Hut reichen. Aber das muss auch der Wagen zuerst reinfallen, ne? Ich glaub, du weißt, du willst besser. Ja, ja, ja. Schau dir mal das an. Das wird sich einmal anschauen. Sagt sich das einmal an. Das kann ich nicht. Nein, ich weiß nicht. Zieht der solche die Sachen an, schaut sich das einmal an. Hey, was machen Sie da? Die Lust von euch. Nix. Was macht denn nix? Sie stehen in unserer Wäsche voneinander und sagen nix. Das Ganze ist im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen, Chef. Ich wollte wirklich nicht. Was wollten Sie wirklich? Am Gehaule im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen, oder was? Ja, Sie vielleicht. Aha. Was wollten Sie überhaupt da bewerben bei der Polizei? Herr Ottwein! Generalhauptkommissar! Generalhauptkommissar Ottwein! Das ruft sich auch wie nackte Kanonenfortsetzung! Unterstützt vom Kotten ermitteln! Ach so, ein Drittel! Wenn ich so geht's nicht! 20 Euro gebührpflichtige Verwarnung! Oder darfst du ein bisschen mehr sein? Ich darf gern ruhig sein! So, und los geht's! Ja. Und natürlich alle nach unserem Motto, mir geht's gut! Karla, das ist noch mal kämpflich ausgegangen. Und ich glaub, jetzt ist Schluss mit der Mannerwirtschaft. Da habe ich viert halt nur. Jetzt kennt die Weiberwirtschaft. Mir geht's schlecht. Wenn wir jetzt die Darsteller vorstellen, unseren Herrn Inspektor Ottwein hat gespielt der Feringer Ernst. Vom Gesundheitsamt, die Biesgur, die komische, die Frieda Föber, hat gespielt die eigene Gertrude. Unsere Kölnerinnen, Kirchinnen und Fitnesstrainerinnen haben gespielt die Kalkofer Silvia und die Sachsberger Sonja. Bäckermeister und mein persönlichen Saufbruder. Ein Roland hat gespielt, der Jesch Rudi! Danke, Rudi, für die Verfilmung von Theaterstickel, das wird euch aufgenommen. So, seine Frau, den Rosa Käfer, hat gespielt, die Erde Kilda! Bezaubernde Frau. Und heuer das erste Mal auf der Theaterbühne. Danke, Helga Peschek. Und mein Mann in Chorl im Fleischhocker gespielt, der Reisinger Günther. In der männlichen Hauptrolle in Kronenwirt in Sepp Stadler hat gespielt der Demminger Leopold.
gleich an unsere zwei beiden Soufflösen, der Eiger Martina und der Kammerhofer Michi. Danke an Neudorfer Helmut, er sorgt einmal für Licht und Ton. Danke für dein Team und dich. Ein großes Dankeschön an Jörg Anton fürs Fotografieren während der Theaterproben und heute auch. Und der Verwaltung der Theater-Homepage unter www.theaterbühne-biberbach.at. Danke Anton. Zum Schluss nochmal einen ganz kräftigen Applaus für unsere Bühnenbildner, den Kammerhofer Michi und den Kammerhofer Toni. Ich glaube, das lasst ihr wirklich sehen. Das ist ohne deiner ganz gar nicht.